Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und vielleicht hat es sich schon der ein oder andere nach den letzten Videos die Wochen gedacht, aber es gibt ein New Bike Shay heute, und zwar das Specialized Kinevo SL. An den ein oder anderen Details könnt ihr vielleicht schon erkennen, wo es herkommt, aber ja, es ist tatsächlich passiert. Ich habe mein geliebtes Torque, wo mir echt das Herz jetzt dran hing, so echt. Es war nicht so einfach, das ja, wegzutun. Und das Focus, dass beide Bikes, das Enduro und das E-Bike, sind weg. Und ich habe sozusagen aus den zwei Bikes jetzt ein Bike gemacht. Ihr habt ja ein bisschen die Reihe ein Bike für alles verfolgt, denke ich mal. Und das Bike, ja, bietet einfach wirklich sehr, sehr viele positive Aspekte und vereint eigentlich genau das, was ich mit dem Focus und dem Torque bisher so gemacht habe. Für den Park habe ich natürlich trotzdem noch das Norco, das heißt, ja, es ist sozusagen ein Bike für alles, aber on top noch das Downhill für den Park. Und ja, ich bin super, super happy, das Bike zu haben, konnte es jetzt einige Wochen tatsächlich schon testen, und das ist auch so ein Ding. Ich würde euch immer empfehlen, wirklich die Bikes zu testen, denn ich habe den Fehler gemacht, dass ich ja, zwei Bikes blind kaufen musste und war letztendlich nicht so zufrieden damit. Das Norco war das erste Fahrrad, was ich ordentlich Probe gefahren bin, und ich war ja sofort überzeugt. Ich habe das Bike ausgepackt, bin damit nach Saalbach gefahren und dort habe ich Gas gegeben, und ich hatte keine Eingewöhnungsphase. Ihr habt vielleicht die Zeit auf dem Focus verfolgt, da hatte ich schon eine ordentlich krasse Eingewöhnungsphase, und ja, das war bei dem Bike übrigens auch nicht so. Ich habe mich drauf gesetzt und habe mich eigentlich sofort wohlgefühlt. Das Einzige, was ich jetzt noch so ein bisschen machen muss, ist noch ja, das Fahrwerk so ein bisschen auf mich anpassen. Da habe ich noch nicht so meinen Sweet Spot gefunden. Ja, es ist mit Abstand ja, das krasseste Luxusfahrrad, was ich bisher ja, fahren durfte, und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist so ein bisschen komisch, bin ich ehrlich mit euch, fühlt sich auch irgendwie ein bisschen komisch an, so ein teures Fahrrad zu fahren, weil ich bisher ja, gut, das teuerste Fahrrad war, was ich gekauft habe, war 3600 Euro, das war das Torque, und das Fahrrad liegt jetzt mit der Ausstattung echt weit darüber, und ich fühle mich dabei so ein bisschen komisch, muss ich euch ehrlich zugeben. Zur Ausstattung und so Bike-Check-mäßig machen wir noch ein Video, wobei das eigentlich, glaube ich, auch alles schon mal irgendwann online gesagt worden ist. Also bin ich gar nicht sicher, ob ihr das unbedingt wissen müsst oder ob ihr das vielleicht am Bike-Porn schon erkannt habt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr euch das megamäßig interessiert,
Schreibt es gerne einmal in die Kommentare. Ich werde das Bike genauso fahren, wie es jetzt steht. Es gibt eine einzige Sache, die ich vielleicht noch ändern würde. Und das sind die Griffe. Die sind zwar geil, aber ich habe seit letzter Zeit hier so komische Schmerzen. Ich weiß nicht, ob es von dem Fahrrad kam, weil es das einzige Fahrrad ist, was ich die letzten Wochen gefahren bin. Aber ich werde, denke ich mal, meine Daiti-Griffe wieder drauf machen, die was weicher sind, dicker sind. Und hier ein bisschen an den Einstellungen vom Cockpit arbeiten, dass da vielleicht die Schmerzen nicht mehr so am Start sind. Ja, das ist das Fahrrad, was uns 2023 durch die Nicht-Bikepark-Saison begleiten wird. Ich freue mich mega, wird mit Sicherheit eine geile Zeit. Und alle, die ein Kinevo fahren, wissen sowieso, wovon ich rede. Da muss ich wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu erzählen. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal dann wieder auf den Trails. Und ja, ich freue mich auf die Saison. Ich hoffe, das Wetter wird endlich gut und bald geht's los. Bis zum nächsten Mal.